Guten Tag, heute übernimmst du einen morgendlichen HVZ-Verstärker von München nach Augsburg mit Halt an allen Stationen. Dein Zug besteht aus einer von MRCE geleasten 182 und 7 Doppelstockwagen, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen auf der Strecke Herr zu werden. Unterwegs gibt es auch noch einiges an interessantem KI-Verkehr zu entdecken, unter anderem testet man gerade Langzüge auf der RB nach Augsburg. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich auf der Strecke München-Augsburg. Wir stehen hier gerade in Augsburg. Das ist unser Zug, fährt heute. MRCE 182 mit 6 Doppelstockwagen. Ja, das ist schon mal eine untypische Kombination. Dazu gleich mehr. Hier haben wir noch eine 425. Blicken wir uns noch einmal kurz um. Intercity. ICE 3. Baureihe 403 und wir haben tatsächlich einen Sandwich Intercity, also sprich eine Lok auf beiden Seiten, auch das ist eher ungewöhnlich. So, gehen wir erstmal in unsere Lok hier rein, das ist die hier, jawohl, da vorne übrigens auch noch eine 182, so, machen wir die Türen rechts auf, Fahrtrichtungswender noch in die Stellung nach vorne, ziehen wir die Lokbremse an, lösen die Bremsen. Da kommt noch gerade noch 143 rein. So. Wieder Speicherbremsen sind hoffentlich gelöst. Das ist das entsprechende. Die entsprechende Signalstellung, die wir haben möchten. Stromabnehmer, Wahlschalter ist okay. Bremsart können wir nicht umstellen. Türstellung DB ist in Ordnung. PZB in Betrieb nehmen. So, dann schnappen wir uns noch die LZB. Das müsste so. Und die PZB ist an. Ja. So, SIFA müsste auch hier sein. Jawohl. Dann, achso, gehen wir noch einmal kurz rüber. Und nehmen mal hier noch die Sonnenblenden runter. Wir wollen ja nicht, dass sich der Führerstand unnötig erwärmt. Licht aus. Und Tür zu. So, wir haben vielleicht schon jetzt ein bisschen Verspätung, aber das hat jetzt ein bisschen alles gedauert. So, Türen zu. Ach Gott. Ja, gut, es hat geklappt. Sind unsere Signallichter an? Jawohl, sind sie. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit, würde ich behaupten. Zugsammelschiene ist an. AFB machen wir uns auch noch an. Das ist hier. Scheinwischer brauchen wir nicht. PZB-Modus ist in Ordnung. So, dann gehen wir mit der AFB mal auf die 40 hoch. Lösen die Lokbremse. Stellen uns mal hier außen hin. Sehr schön. So, und beobachten, wie unser Zug abfährt. Ja, unsere Bremsen funktionieren hervorragend. Das war nur ein Test. So, gut, da war vermutlich irgendetwas, was bestätigungswürdig war. Also, naja.
So, 6 Uhr. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Na, können wir sie noch nicht befreien? Zugbeeinflussung. Oh, ich dachte, das wäre möglich. So. Also, das Szenario ist aus dem Ransom-Forum und stammt von Tom Fresco. Und der Download-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bei diesem Szenario ist einiges anders, als man es vielleicht gewöhnt ist. Denn ihr habt das gerade eben beispielsweise schon am Intercity gesehen. Der fährt hier in Sandwich-Formation rum. Warum ich das jetzt gerade auf Englisch gesagt habe, weiß ich nicht. So, wir dürfen immer noch nur 60 fahren. Nee, gar nicht. Wir dürfen schon 100 fahren. Oh, wir hätten ja, wir müssen ja anhalten. Habe ich jetzt gerade komplett aus dem Auge verloren. Wir müssen uns schon, glaube ich, bis zum Bahnsteigsende vorziehen. Denn sonst passt unser Zug hier nicht lang da drauf. So. Moin, Kollege, der 425. So, gucken wir mal, wie lang unser Zug eigentlich hier ist. Jetzt war ich gerade hier schon dabei, über Formation zu reden. Dann können wir uns direkt den Zug hier angucken. Das hier ist nämlich die Hamburg-Lübeck 182, ne, die MRCE 182. Und die kann man ja normalerweise nur mit Güterzügen fahren, nicht mit Doppelstockzügen. Aber es gibt da gewisse Tricks, wie man da verschiedene andere Formationen noch benutzen kann im Szenario-Planner. München Hauptbahnhof, Augsburg, ja, okay, das stimmt vielleicht nicht ganz. Genau, es gibt da gewisse, sagen wir mal, Tricks. Da muss man in die Engine einen gewissen Befehl reinschreiben. Dann gibt es halt gewisse andere Formationen, die man benutzen kann. Unter anderem hier die 182 aus Hamburg-Lübeck. Nicht die Rapid Transit 182. Und zwar auch mit den Dostos aus Hamburg-Lübeck und nicht mit denen aus Rapid Transit. So, Türen zu. So, wir dürfen noch 150 fahren. Also AFB hoch auf die 150. Ja, ich bin ja immer so, was die 182 angeht, der fährt mir normalerweise jetzt hier nur im Güterverkehr. Also ich jetzt. Da ist man es halt nicht gewohnt, dass man die ganze Zeit immer wieder abbremsen muss. Also Regionalzugdienst ist echt nicht so meins. Das wird heute schlimm. Genau, also sprich, die Formationen, die wir hier heute hier sehen auf dieser Strecke, sind nicht prototypisch für den Szenario-Planner. Auf der Konsole funktioniert das überhaupt nicht. Diejenigen, die von euch auf dem PC sind, können das aber auf jeden Fall auch machen. Und falls jemand auf dem PC ist, aber selbst nichts in die Engine reinschreiben möchte, nichts daran ändern möchte, muss er das auch gar nicht machen, um das Szenario spielen zu können. Man muss tatsächlich selbst nicht diese Befehle eingegeben haben, um
dieses Szenario spielen zu können, was halt eben das Coole an der ganzen Sache ist. So, nehmen wir die E-Bremse. Und der nächste Halt ist Augsburg-Hochzoll. Jawohl. Sich an Bahnsteig Mitte. So, die E-Bremse wirkt natürlich immer schwächer, je langsamer wir werden. Deshalb jetzt die Zugbremse anziehen. Und sanft zum Halten kommen. So. Wir passen komplett drauf, sehr gut. Ja, also unter anderem die Formation 182, MRCE und 6 Dostos ist halt auch etwas, was man normalerweise so nicht benutzen kann. Aber wir können es. Und ihr könnt es auch, wenn ihr am PC seid. So, Türen zu. Kissing in ungefähr 6 Kilometern ist dann unser nächster Halt. Machen wir uns mal ein bisschen mehr Licht. Achso, ach ja, stimmt, der Roadrunner ist ja auch mit dabei. So, hier dürfen wir dann auch wieder 150 fahren, also AFB hoch auf die 150. Wir haben jetzt keinen Fahrplan hier. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel ich da sein muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir sowieso schon Verspätung haben. Und warum hier nach wie vor bei der Lok steht, dass wir hier eine zweite Lok hätten, das ist mir ein Rätsel. Aber hier steht dann Teilnehmer 1. Achso, das heißt, dass ich Teilnehmer 1 bin. Na ja, gut. Ergibt ja auch irgendwie Sinn, aber. Es erklärt dennoch nicht, warum hier ein zweiter Teilnehmer offensichtlich im Zugverband mit drin ist. Ein Teilnehmer, den ich nicht bisher gesehen habe. Vielleicht werden wir von einer unsichtbaren Lok mit angeschoben. So, 3 Kilometer noch. Also ungefähr bei Kilometer
51. Wir können schon mal die Leistung rausnehmen und uns eigentlich ausrollen lassen. Ich habe jetzt auf das Signal gar nicht geachtet, deshalb habe ich jetzt mal die AFB bedient. Die PZB. Falsche Taste. Ah, wobei ich wollte sowieso noch ins Menü, aber das mache ich gleich, wenn wir stehen. Ich gehe nämlich gleich noch ins Menü und möchte mal diese bunte Zielmarkierung hier ausmachen. Die habe ich eigentlich super oft schon ausgemacht, aber der TSW merkt sich einfach die Einstellung nicht. Das war ein bisschen arg früh abgebremst. Ob wir hier auf diesen Bahnsteig passen? Der Kollege fährt nach Augsburg. Na, ziehen wir ein bisschen weiter vor. Genau, so kurz mal die Einstellung. Wo ging das nochmal? War das hier? Zielmarkierung aus. Haltetafel. Wobei die Haltetafel können wir einlassen. Okay, das müsste eigentlich klappen. Aha, interessantes Gebilde hier. 422 der S-Bahn Rhein-Ruhr und davon gleich 1, 2, 3, 4 Stück. Wahnsinn. Ja, das ist wohl dieser RB-Test für die Regionalbahn. Wird es wohl vielleicht die 422 bald hier geben? So, Tür zu. Und auf geht's. In 3 Kilometern halten wir in Mehring St. Afra. Und wir dürfen 160 fahren. Ein Güterzug. So, der Halt schon in weniger als 3 Kilometern.
So, und Leistung runter auf 0%. Und gehen wir mal mit der E-Bremse rein. Okay, lösen wir wieder aus. Und da vorne ist auch schon Mering St. Afra. Ausstieg in Fahrtrichtung links, während uns ein Intercity, glaube ich, vorbeikommt, vorbeizieht. Ne, gar nicht, nur 185. Sehr schön. Ich dachte, ich hätte diese Markierung ausgeschaltet. Na egal, dann ist es halt so, dann ist die jetzt einfach hier drin. Wollen ja nicht noch ein bisschen Zeit im Menü verschwenden, wir wollen fahren. Ach, das zählt noch. Unsere Fahrgäste tragen keine Masken. Gibt hier keine Maskenpflicht. Denn unsere Fahrgäste sind allesamt vernünftig und haben sich nämlich alle brav schon geimpft. Heißt also, die Pandemie ist vorbei. Und wir können wieder alle ohne Maskenbahn fahren. Ja, schön wäre es, wenn das mal. Wenn denn mal alle Menschen so vernünftig wären. Aber hier in Mering St. Afra sind alle Menschen vernünftig und sind geimpft. Ne? Ja. Ach so, Tür zu. Und Mering in 1,5 Kilometern. Also gehen wir einmal kurz hoch im Geschwindigkeitsbereich und dann können wir auch gleich schon wieder runterbremsen. Können schon mal die Leistung eigentlich, ja, noch nicht ganz. Ja, ich würde sagen, jetzt so an dem Signal hier vorne nehmen wir dann die Leistung weg. Gehen schon mal mit der E-Bremse voll rein. Da vorne ist auch schon der Bahnsteig. So ein bisschen Zugbremse hinterher. Und dann würde ich sagen, können wir, glaube ich, halten. Aha. FIFA. Ja, jetzt hat mich die Sie voll erschreckt.
wird gleich ein bisschen was entgegenkommen. Da ist er auch schon. Hallo? Ach, so gut der Sound. So unwahrscheinlich gut der Sound von der 101 und den Intercity-Wagen. So hört sich echt ein Intercity... Ach verdammt, ich habe die Türen zu früh geschlossen. So hört sich einfach der Intercity an. Achso, nee doch, ja, jetzt geht's. So. Auf geht's. Jawohl, Bremsen sind gelöst. Komm schon, fahr. Los. Husch, sehr gut. Altegnenberg. Mit Klippen, was auch immer. So, 160 dürfen wir weiterhin fahren, dann versuchen wir die mal auszufahren. Also einmal Hebel on the table und let's go. Gib ihm. Ja, mich hat zwischendurch mal in den Kommentaren einer freundlich darum gebeten, ob ich mal in meinen Videos etwas mehr erklären könnte in Bezug auf PZB und LZB und sowas. Ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil ich das Ganze nicht professionell mache. Heißt also, alles, was ich erkläre, ist, sollte man nicht für bare Münze nehmen. Da ist nämlich tendenziell anteilsmäßig ein vergleichsweise hoher Grad an Quatsch mit dabei, den ich da immer wieder erzähle. Gut, ich stehe da auch relativ offen zu, dass auch mal wieder Quatsch dabei sein kann. Und da ist auch ziemlich viel Quatsch dabei. Deshalb ist es halt nicht die allerbeste Idee, wenn ich jetzt hier anfange, SIFA und, ja gut, SIFA-Tutorials ist jetzt nicht so schwer, aber PZB oder LZB-Tutorials oder sowas zu machen. Ich kann dann zwischendurch, ich erwähne so zwischendurch mal so, dass ich ein Signal bestätige und so. Man weiß ja so prinzipiell, Geschwindigkeitsänderungen unter 100 km/h müssen halt bestätigt werden. So ganz grob gesagt. Hier haltzeigende Signale, sowas müsste bestätigt werden. Quatsch, nicht haltzeigende Signale, das war jetzt. Ja, ein haltzeigendes Signal bestätigen ist gut. Dann ist es schon zu spät. Nee, halt ankündigende Signale müssen bestätigt werden. So, da drückt man nämlich auf PZB wachsam. Das ist die Bild-Runter-Taste auf der Tastatur. Aber ich sehe mich selbst nicht mit der ausreichenden Expertise ausgestattet, da noch großartig weitere Erklärungen dazu zu liefern, denn das wird am Ende nur in ziemlich viel Stuss und Nonsens enden und das möchte ich dann am Ende doch nicht. Also vielleicht erzähle ich sowieso Stuss und Nonsens immer mal wieder, also kann sein, ne? Würde ich gar nicht bezweifeln. Oh, wir müssen mal langsam anhalten. Aber in dieses Fettnäpfchen versuche ich dann doch nicht zu treten, mich dann für jemanden zu halten, der das professionell drauf hätte. Denn das wäre falsch. Ich habe es nämlich nicht professionell drauf. Ich sitze einfach nur sehr gerne in einem virtuellen Führerstand. Gut, ich saß tatsächlich schon mal in einem echten Führerstand auch mal.
Allerdings nicht während der Fahrt, sondern im Stand. Das war beispielsweise der Führerstand vom Desiro HC. Aber auch tatsächlich vom Wittenberger Kopf, da stand ich auch schon mal drin, beziehungsweise da war ich sogar im Grunde genommen während der Fahrt praktisch da an der offenen Führerstandstür und durfte da dem TF über die Schultern schauen. Und der Zugchef saß dann da auch und hat immer mal wieder Zeugs erklärt. Das war super spannend, auch ganz viele Fotos und Videos von gemacht. Das war eine super tolle Erfahrung. So, aber ansonsten, was ich halt mit Zügen zu tun habe, ist, dass ich ziemlich regelmäßig Fahrgast in Personenzügen bin. Ja, und was denn auch sonst? Fahrgast in Güterzügen ist halt auch eher schwer möglich, wobei es da ja einige YouTuber gibt. Ich will das jetzt nicht irgendwie gutheißen. Aber da gibt es einen YouTuber, den finde ich da immer besonders faszinierend, seine Videos. Der macht so ein bisschen dieses Train-Hopping, etwas, was man niemals machen sollte, absolut never ever machen sollte. Und ich finde das auch nicht gut, dass er es macht, aber die Videos an sich sind trotzdem total faszinierend. Der springt dann meistens auf Güterzüge auf und fährt damit durch Osteuropa und lässt sich da durch die Gegend kutschieren. Hat das schon mal in Kroatien gemacht, ich glaube in Bulgarien, sogar auch mal in Österreich und ich glaube, er ist auch mal durch Deutschland durchgefahren. Also absolut nicht zum Nachmachen. Ganz ehrlich, ich würde mich das nicht mal trauen. So, selbst wenn ich das wollte, ich hätte da niemals die Cojones dazu, sowas zu machen. Und der ist dann halt immer mit seiner GoPro da unterwegs und dann sieht man, meistens sind das so einstündige Videos. Ohne emotionale Musik, ohne großartige Intros, ohne liked und subscribed und folgt mir und was auch immer. Sondern er lässt halt einfach tatsächlich nur die Bilder sprechen. Und das finde ich halt einfach so extremst gut gemacht. Auf so einer künstlerischen Ebene gut gemacht. Dennoch, zum dritten Mal der Hinweis, gut finde ich es nicht, dass er sowas macht. Gefährlich ist es denn nach wie vor. Oberleitungen machen nämlich klein und lassen einen gegrillt und hässlich aussehen. Man muss nicht die Oberleitung anfassen, um einen Stromschlag zu erleiden. Ja, sei still. Ich habe nicht mit dir geredet. So, ne, man muss hier die Oberleitung nicht anfassen, um einen Stromschlag zu erleiden. Ich glaube, eine Distanz von 70 Zentimetern oder so reicht schon aus für so einen Lichtbogen. Und dieser eine Lichtbogen reicht schon aus, dass man, also wenn man es überlebt, dann hat man kein schönes Leben mehr. Definitiv. Und wird es auch niemals mehr haben. Daher fernhalten von Gleisanlagen, fernhalten von Güterzügen, niemals auf irgendwelche Güterzüge aufspringen. Aber so ein Video kann man sich trotzdem mal zwischendurch angucken, nur um mal die Faszination dieser Art für die Eisenbahn zu sehen. Denn das ist ja letztendlich auch eine Faszination für die Eisenbahn, die er da so rübertragt, wenn auch auf eine sehr lebensmüde Art und Weise. Aber es ist ja letztendlich auch eine Form von Faszination für Eisenbahn. Das lässt sich ja nicht abstreiten. Natürlich kann man das moralisch als eine ziemlich verwerfliche Faszination ansehen. Sollte man auch. Denn das ist illegal und gefährlich und falsch. So, Tür zu.
Sorry, muss mir mal zwischendurch kurz die Nase einmal abwischen. Ja, ich bin nicht erkältet, alles gut. Ich habe einfach eine kaputte Nase. Seit meiner Geburt. Also jetzt nicht wirklich eine kaputte Nase in diesem Sinne. Jetzt keine Behinderung. Sondern einfach eine, sagen wir mal, nicht zu 100% funktionsfähige Nase. So. Mammendorf in 5,5 Kilometern. Haben wir eigentlich hier auf den Regionalgleisen eine LZB? Ich glaube nicht, ne? Also hier haben wir. Hier haben wir eine LZB. Aber anscheinend für die Regionalzüge wurde sich das gespart. Toll. Jawohl, mit VMAX unterwegs, fast. FIFA. Also klar, unsere Lok schafft noch um einiges mehr. Das wissen wir. 230, glaube ich, ne? Oder 220? 230. Wahnsinn. Einfach noch 30 km mehr als die 101. Wobei die Zugbeeinflussung. Okay. Kein 1000 Hertz Magnet verbaut oder aktiv. Aber ich wollte gerade zur 101 sagen, die 101, da gibt es ja die vier Metropolitan 101er, die ja tatsächlich für die 220 zugelassen sind. Meine ich. Zugbeeinflussung. So, Mammendorf, hier enden, glaube ich, die. Hier endet irgendeine S-Bahn-Linie, ne? Einmal über die Weiche. Ja, ein Riesendank an den Szenario-Einbauer. Tom Fresco, mal wieder ein super Szenario, qualitativ absolut top. Oh, wir haben gar keine Lichter am Zug an. Zuglichter. Da jetzt. Sorry. Gucken Sie nicht so. Geht doch. Huch. Und hier haben wir eine 423. Da macht der Kollege gerade Pause. Zug fährt ein. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteig. Aha. Okay. Wenn du das so sagst. So, wir dürfen jetzt natürlich nur 80 fahren. So, da werden wir wohl über eine Weichenverbindung geleitet. Ich weiß nicht genau, wie dieses Signal heißt.
Auf jeden Fall geht es jetzt gleich hier links über die Weiche. Oder rechts? Ich weiß nicht, ob sich das, dieses Symbol ändert, je nachdem, ob es links oder rechts ist, aber... Okay, es geht nach links. Ja. Was ist das? Halt für Rangierfahrten. Ja, braucht uns nicht zu interessieren. Ich glaube, wenn wir über die Weiche drüber sind, können wir auch ordentlich wieder Gas geben. Ja. Können wir. Leistung raus. Ich will nicht, dass das im Zug ruckelt. AFB auf die 160 hoch. Und Leistung wieder aufschalten. Nächster Halt ist erst in 22 Kilometern in Pasing. Heißt also, wir können jetzt wirklich mal ganz entspannt fahren. Noch entspannter wäre es natürlich nur mit einer LZB, aber die ist halt den Kollegen vom Fernverkehr vorbehalten. Ja, speaking of which, da ist natürlich nicht der Fernverkehr, sondern jetzt fährt hier links noch der Nahverkehr an uns vorbei. Ah, auch die Vierfachtraktion 422. Ich glaube, die größte Vierfachtraktion, die man in Realität sehen kann, die größte Mehrfachtraktion, die man in Realität sehen kann, mit 422ern zumindest, ist, glaube ich, eine Dreifachtraktion. Bei der S-Bahn Rhein-Ruhr ist die Doppeltraktion, glaube ich, das Maximale. Wobei ich nicht weiß. Ja doch, bei S-Bahn Rhein-Ruhr schon, ja. Ich meine, im Raum Frankfurt oder so, da sieht man mal häufiger Dreifachtraktionen. Im Raum München fahren bestimmt auch Dreifachtraktionen 423er rum. Oder vielleicht sogar 420er. Oh ja, 420, das führt mich natürlich wieder dazu. Oh, werden wir über eine Weiche geleitet? Nicht, dass wir jetzt dafür auf 60 eigentlich runterbremsen müssen, nur es wird uns nicht signalisiert. Mal schauen. Hoffe, dass wir nicht entgleisen. FPS-mäßig sind wir gerade bei 40. Ja, super. Ja. 42. So, einmal durch die Unterführung. Mal schauen, ob die Lok auch selbstständig die E-Bremse hoch. Also dieses Geräusch klang so, als wäre unser Stromabnehmer gerade in die Höhe geschnellt, aber er ist noch da. Er war auch vorher schon in oben. Also keine Ahnung, was sich der TSW da gedacht hat. So, in 3 Kilometern müssen wir 120 fahren. Aber bis dahin können wir noch ordentlich Gas geben. Also es ist mittlerweile 6 Uhr, ja, 6.40 Uhr haben wir. Das Signal links gilt für uns, oder? Zug ja. Einflussung. So, da ist die 120er Ankündigung, müsste jetzt gleich kommen. Kam jetzt eine 120er Ankündigung? Ich habe keine gesehen. Aber das hat uns das so gesagt. Zug B1.
So. Warum bremst du mich komplett? Oh. Ja, liebe Lok, warum? Sifa, Sifa. So. Jetzt sind wir LZB geführt, wenn auch mit einem etwas chaotischen Einstieg, aber. Jetzt können wir entspannt den Zug noch die letzten 10, 12 Kilometer fahren. Ne? Hier sehen wir auf jeden Fall hier den Linienzugleiter. PZB ist jetzt im Standby-Modus. Heißt also, wir müssen jetzt, solange wir in der LZB sind, auch keine PZB-quittierungsbedürftigen Signale quittieren. Vorbei hier an der S-Bahn. Und links kommt noch ein Dosto. Jetzt hatte ich fast PZB-Ende nicht quittiert. LZB-Ende. Hatte ich beinahe übersehen. So, die PZB übernimmt. Wir dürfen 160 fahren. Okay, warum schaltest du keine Leistung auf? Ach so, da gibt es auch, glaube ich, immer diesen Nullstellungszwang von der AFB, ne? Wobei ich gelesen habe, dass das nicht realistisch ist mit dem Nullstellungszwang der AFB. Also vom Leistungsregler ja, aber wohl nicht von dem AFB-Steller. Sei wohl nicht prototypisch so, für die, zumindest nicht für die 182. Ich weiß nicht, falls das jemand von euch besser weiß, gerne mal in die Kommentare damit. So, 423 in Doppeltraktion. Das war die 130er Ankündigung, also Leistung raus und bremsen.
Ab hier gelten die 130. Und bis Pasing ist das nicht mal weit. Oh, nur noch ein Kilometer. Leistung weg und bremsen. Gut, der Bahnsteig in Pasing ist sehr lang. Gut, jetzt geht's aber ordentlich an die FPS. Wir müssen eine kleine Notbremse, sonst werden wir hier nicht mehr. Das ist der ICE in der Regenbogenlackierung. Wo fährst du hin? Nirgendwo. Gut. Und unser nächster und letzter Halt ist München Hauptbahnhof in ungefähr 7 Kilometern. Gut, wir haben die Szenariozeit von ungefähr 50 angeschlagenen Minuten leicht überschritten, wenn wir in München ankommen. Lag aber auch daran, dass wir vor ungefähr 50 Minuten eine Zwangsbremsung hatten. Wahnsinn, ist das schon lange her. War schon eine längere Fahrt, ne? Hier so auf München-Augsburg im Regionalzugdienst. Das war schon ordentlich beschäftigt. Ich muss mir mal neue Kopfhörer kaufen. Meine Kopfhörer drücken so ein bisschen auf dem Schädel oben drauf. Also dieser, der Bogen. Achso, die Ankündigung ist nicht für uns. Der Bogen, der praktisch auf dem Kopf drauf ist, der ist zwar gepolstert und so, aber irgendwie nicht besonders gut. Habe ich immer, wenn ich meine Kopfhörer länger drauf habe, habe ich dann immer so leichte Kopfschmerzen. Muss ich mir mal vielleicht ein neues Paar besorgen. Weil es natürlich schade ist, dieses Paar jetzt dann einfach wegzuschmeißen. Es funktioniert ja noch. Aber mal sehen. Irgendwie ist der Sound seit München-Pasing ein bisschen komisch geworden bei unserer Lok, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, mit 130 düsen wir in Richtung München-Hauptbahnhof. Und sind dann fast da. Einmal durch den Freistaat Bayern. Bayern oder wie man es auch gerne nennt, nicht Deutschland.
So, das war die 60er Ankündigung. Einmal durch die, nicht durch die, aber an der ICE-Waschanlage vorbei, hier rechts. Und die Ankündigung auf 40. Zugbeeinflussung. Versuchen wir das mal mit der E-Bremse. So, und ich meine, mit 40 dürfen wir einfahren. All die Sperrsignale hier, der Wahnsinn. Da fahren nur noch eine S-Bahn. Vorbei an der Hackerbrücke. Hier, wo vor kurzem, glaube ich, ganz in der Nähe eine ehemalige Kriegsbombe, glaube ich, hochgegangen ist. Da haben sich, glaube ich, zwei Mitarbeiter von der Baustelle sogar schwer verletzt. Aber ich meine, dass es keine größeren negativen Einflüsse auf den Bahnverkehr hatte, außer glaube ich so ein bisschen auf die S-Bahn-Linie hier an der auf der Seite. Aber das ist ja, das sind ja dann nur Peanuts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können. Natürlich beste Genesungswünsche an die Arbeiter. So, 30. Und dann sind wir auch schon im Münchner Hauptbahnhof. Ich verabschiede oder bedanke mich schon mal jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Während wir hier die letzten Meter gemeinsam machen und dann auf Gleis 16 anhalten. Ich glaube, München-Augsburg wird voll von diesem Rush-Hour-Update noch profitieren. Das wird dann richtig nice aussehen. Ah, die 146 in der Bahnland Bayern-Lackierung, die passt natürlich perfekt hier rein. So, rücken wir noch vor bis fast an den Prellbock ran. Und halten an. Ein schönes Foto irgendwie von den beiden Loks zusammen. Das ist ganz gut. Jawohl. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss. Und auf Wiedersehen.